Es gibt Draht, der kann sich merken, wie er aussieht. Wie das funktioniert, schauen wir uns in diesem Video an. In diesem Experiment beschäftigen wir uns mit einer Büroklammer. Diese ist aus Nitinol, also diesem Formgedächtnisdraht. Und jetzt werde ich die mal verbiegen. Beziehungsweise ich bin jetzt gemein. Ich habe hier so einen Stift, da kann man die mal ein bisschen drum wickeln. So rum, zack, zack, zack. Also, wir wollen das hier schon ordentlich machen. So. So. So, jetzt ist das Ding ordentlich verbogen und hat mit einer Büroklammer relativ wenig zu tun. Und was ich jetzt mache, ist, ich gieße kochendes oder fast kochendes Wasser drüber und simsalabim. Meine Büroklammer ist wieder heile. So, jetzt ist sie natürlich ziemlich warm. Jetzt muss man ein Weilchen warten, bis die sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Also sprich kalt geworden ist. Und jetzt kann ich wieder hergehen und die ein bisschen umdesignen. So. Meine Büroklammer und weil es so schön war. Und schon ist sie wieder heile. Also schon ein sehr interessanter Draht. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe, das Ganze nennt sich Austenit, ein Zustand, der im Prinzip, wenn ich dann abkühle, wird dieser Zustand verformbar. Martensit. Verform, das heißt, ich tue das Ganze irgendwie so biegen, wie ich das gerne möchte. Und in dem Moment, wo ich es wieder erwärme, dann sind wir wieder bei Austenit, dann entsteht wieder die alte Form. Das Ganze wurde zufällig entdeckt bei Schweißarbeiten an Blechen aus Nickel-Titan-Legierung in den USA. Und zwar war das 1953. Da wurde das erste Mal beobachtet. Nitinol ist der bekannteste Vertreter. Und das Ganze ist ein Akronym für Nickel-Titanium Noble Ordnance Laboratory. Das ist nämlich da, wo 1958 das Ganze letztendlich entwickelt worden ist.